Willkommen zurück zu Siberia. Ich erwarte, ich sag's mal so, ich erwarte einen bombigen Empfang an der Rezeption. Und vielleicht vielleicht ein kleiner Liliputaner im Paket oder die Kündigung vom Boss oder ein Bild von dem Kindes zwischen Dan und Olivia. Wer weiß das schon, aber ich tippe auf eine Bombe. So, haben wir das denn ins Paket? Da hinten. Ach, ist das schon offen? Okay. Ach geil, ein Mammut. Mammut. Zeig mal her. Mammutautomat. Okay. Los, jetzt aber ran. Ich dachte jetzt echt, wir kriegen eine Bombe. Oh, ein Telefonat. Mammut. Hallo? Mein Gott, Kate, was treiben Sie denn? Herr Marson, verstehen Sie doch. Ich verstehe, dass unser wichtigster Kunde damit droht, uns den Fall zu entziehen, wenn der Verkauf nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden abgeschlossen ist. Los, jetzt Ihre Inkompetenz kommt uns teuer zu stehen. Ich hätte Ihnen diesen Fall nie anvertrauen dürfen. So viel habe ich verstanden. Ich weiß, dass Sie denken, ich komme nicht voran, aber... Da gibt es kein Aber. Alle diese Komplikationen nur, um diesen senilen Alten zu finden. Hey. So senil nun auch wieder nicht. Und immer noch sehr kreativ. Hören Sie auf, leere Entschuldigungen zu murmeln. Auf diese Weise... Ich muss jetzt Schluss machen, Herr Marson. Ich glaube, ich stehe kurz vorm Ziel. Yes! In the face! Huch. Mal schön den Herr Marson in the face. Einmal schön den Boss abgewürgt. So gehört sich das. Hallo? Hier die Rezeption. Felix Mitterner. Ich höre. Ja, ja. Sie steht zufällig gerade vor mir. Kein Problem. Gern geschehen. Ist der Boss. Wir sind gekündigt. Pass auf. Fräulein Walker? Frau Romanski wünscht, Sie in der Hotelbar zu treffen. So schnell wie möglich. Ah. Ach ja? Dann gehe ich wohl besser. Ja, dann gehe ich wohl besser. Nee, komm, wir gehen zu ihr. Na, geht's nicht? Doch, da. Da gehen wir doch mal schnell weg. Nicht, dass du... Nein, Spaß. Wir gehen natürlich zu Frau Romanski. Mal gucken, wie es ihr geht. Ich hoffe doch gut, weil sie konnte endlich mal wieder singen. So wie ich mich immer freue, wenn ich mal wieder die Gitarre in der Hand nehme. Wenn ich dann ein bisschen was spiele... Ah, es fühlt sich wieder immer wieder so gut an. So, erstmal hier. Frau Romanski? Frau Romanski, Sie wünschen mich zu sprechen? Das sehen Sie ja, mein liebes Kind. Ich wollte noch einmal mit Ihnen reden, bevor Sie fahren. Ihnen so merkwürdig es klingt, für unser unglückliches Abenteuer in Concordgrad danken. Es hat mich für einen Moment etwas von dieser toten Küste abgelenkt, an der ich so lange schon mein trostloses und eintöniges Leben vor mich hinlebe. Ja. Umso besser. Die Zeit vergeht so schnell. Da steht man auf der Spitze seines Ruhmes und es kommt einem vor, als müsste es ewig so weitergehen. Und dann eines Tages, da ist alles vorbei. Frau Romanski, wälzen Sie doch nicht so schwarze Gedanken. Das sieht Ihnen ja gar nicht ähnlich. Und wenn dann in diesem Moment niemand da ist, der einem die Hand reicht, dann beginnt ein langer, langer Winter. Vielleicht sollten Sie sich etwas ausruhen. Diese ganzen Emotionen waren vielleicht ein bisschen viel für Sie. Als ich hierher kam, war es Hans, der mir meine Lebensfreude wiedergab. Und das, obwohl auch er krank war. Er hustete viel damals. Er hatte wohl zu lange den Rauch der Fabriken atmen müssen. Er ging, sobald seine Gesundheit wiederhergestellt war. Ich aber blieb. Oh. Hans Vorarlberg? Hans Vorarlberg war fröhlich und unbeschwert. Er war nicht ganz normal, wie man sagt. Er ist ein Kind geblieben, ein Kind, das sich fabelhafte Spielzeuge erfand. Ich glaube, ich habe ihn geliebt. Und Gott allein weiß, wo er sich jetzt aufhält. Das Flugzeug, das das Hotel beliefert, ist angekommen. Sie sollten mal einen Gang auf die Pier machen. Oho. Ich verstehe nicht ganz. Ich bin eine alte, müde Dame. Aber es war mir eine Freude, Sie kennengelernt zu haben, Kate Walker. Das Flugzeug ist an. Auf Wiedersehen, James. Sorgen Sie gut für Frau Romanski. Dafür wurde ich geschaffen, mein Fräulein. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Der Schnee scheint mir ein gutes Zeichen. Ach ja? Der Schnee vertreibt den Wind und Salz und Sand bleiben am Boden. Die Luft wird rein und beruhigend.
Ein ideales Wetter für Spaziergänge. Juhu. Na, umso besser. Vielen Dank für alles, James. Oscar, wir können auf den Pier gehen. Aber ich denke, wir gucken erstmal, was soll denn dieses Flugzeug gebracht haben, frage ich mich. Es bleibt nur eins, es herauszufinden, und zwar, wir nehmen uns die Maske. Achso, Salz bleibt... Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ich wollte gerade sagen, Salz ist ja nicht mehr in der Luft, deswegen können wir ja so... nee, wir reden noch nicht. Wir reden, gehen erstmal weiter. Ich will es erstmal jetzt selbst mal anschauen. Ich vermute, wir hätten reden müssen. Aber dennoch, ich will mich erst mit meinen eigenen Augen davon über... Nichts. Ich sehe da gerade gar nichts. Na gut. Auf zum Herren. Ist wahrscheinlich der Pilot. Ich habe ihn auch vorher noch nicht gesehen hier. Hallo, Herr. Ja, Guten Tag. Herr Vorarlberg? Hans Vorarlberg? Sie haben den Zug gebracht. Das ist gut. Oh. Ach, Herr Vorarlberg, wenn Sie wüssten, wie froh ich bin, Sie endlich gefunden zu haben. Ich bin Kate... Wo ist Anna? Ihre Schwester ist verstorben, Herr Vorarlberg. Es tut mir sehr leid. Wirklich. Ah, sonst wäre Anna heute da. Nicht Sie, oder? Ja, wahrscheinlich, Herr Vorarlberg. Ich heiße Kate Walker. Ich... Kate Walker? Ich werde mit dem Zug weiterfahren. Weit, weit weg. Wohin? Weit weg, nach Sibirien. Sibirien. Entschuldigen Sie, Herr Vorarlberg. Ich wurde beauftragt, den Verkauf Ihrer Fabrik in Valladolid durchzuführen. Das ist mein Job, verstehen Sie? Anna sagte, die Automaten... Das ist jetzt vorbei. No. Herr Vorarlberg, Sie sind heute der Eigentümer dieser Fabrik. Und ich benötige Ihr Einverständnis, um den Verkauf abzuschließen. Ja. Und dann fahre ich mit dem Zug fort. Hier ist der Kaufvertrag. Lesen Sie sich ihn in Ruhe durch. Ihre Schwester war bereits mit dem Inhalt einverstanden. Heute benötigen wir in der Tat nur noch Ihre Unterschrift. Aber erst in Ruhe lesen, ja? Oh. Dann nicht lesen. Sie unterzeichnen einfach so, ohne den Vertrag zu lesen? Das... Ich lese nicht. Ich kann nicht lesen, Kate Walker. Ach so. Wenn das so ist, dann werde ich Ihnen den Inhalt vorlesen. Nein, es ist gut so. Ich werde mit dem Zug wegfahren, Kate Walker. Ganz wie Sie wollen, Herr Vorarlberg. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. So, jetzt ist der Boss dran. Wir können sagen, yeah! Ja? Hören Sie, Walker. Ich habe entschieden, Ihnen jemanden zur Unterstützung zu schicken. Das ist nicht mehr nötig, Herr Marson. Was soll das heißen? Hans Vorarlberg hat soeben die Dokumente für den Verkauf unterzeichnet. Es ist alles geregelt. Darf ich das so verstehen, dass Sie... Die Manufaktur Vorarlberg von jetzt an Eigentum der Universal Toys Company ist. Aber das ist ja perfekt. Das nenne ich gute Arbeit. Meisterhaft erledigt. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann, Kate. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Herr Marson. Sagt er jetzt. Kommen Sie jetzt nur so schnell wie möglich zurück. Der Vertrag muss morgen auf meinem Schreibtisch liegen. Meine Sekretärin wird sofort einen Termin mit Universal Toys abmachen. Sie möchten Ihnen die Dokumente doch sicher selbst überreichen. Noch etwas. Ich habe noch niemanden für den Fall der Schwanflughäfen. Ein großer Prozess und eine echte Chance für Sie. Ich vertraue Ihnen den Fall an. Das ist meine Art, Ihnen zu danken. Ihr neuer Vertrauen Auftrag. Ehrt mich. Sie haben eine große Karriere als Anwältin vor sich, Kate. Bis morgen. Nochmals, bravo. Und verlieren Sie die Dokumente nicht. Das wäre zu schade. Natürlich. Zu schade. Tja. Und Hans Vorarlberg fährt Kate nach... Kate Walker? Ja, Herr Vorarlberg? Fahren Sie auch mit dem Zug weiter, Kate Walker? Oh, nein. Das hatte ich nicht vor. Danke für Ihr Angebot, aber für mich endet dieses Abenteuer hier, Herr Vorarlberg. Ja, wie dumm. Sie mögen das nicht, Abenteuer. Oh, doch. Ich weiß nicht. Vielleicht. Das heißt, das ist alles nicht so leicht. Ja, Kate Walker. Ich muss nach New York zurückkehren. Ich werde erwartet, verstehen Sie? Ich verstehe Sie gut. Das Flugzeug. Vielleicht fliegt es nach New York. Vielleicht. Ich glaube, ich werde mich mal erkundigen. Ja, so ist es vernünftiger.
Bis später, Kate Walker. Ja, auf Wiedersehen, Herr Vorarlberg. Auf Wiedersehen. Und er schneit. Fahren wir mit? Fahren wir nicht mit? Komm, fahr mit! Abenteuer! Hoffentlich ist er nicht schon weg. Herr Vorarlberg, warte! Der Zug ist weg. Spring auf, du schaffst es noch! Yeah! Hammer! Scheiß da auf die Anwaltskanzlei. Schickst es zur Not per Post hin. Wir fahren in Richtung Abenteuer. Das ist ein cooles Ende. So fährst denn jetzt das Ende nur wahr. Ja, es war das Ende. Ich lasse es mal. Hammer! Weißt du, der Boss erst meckert da die ganze Zeit. Hä? Kannst ja hier gar nichts. Was soll das und sowas? Ich schicke dir noch jemand zur Unterstützung. Jetzt, wo wir sagen, hey, brauchen sie nicht mehr, wir haben die Unterschrift, dann lobt er uns von vorne bis hinten. Aber andererseits meckert er, dass wir zu langsam sind und es nicht geschissen kriegen, wenn man es mal böse ausdrückt. Aber siehst, und genau so, wie ist denn? Olivia, die kannst du auch nicht mehr zählen. Die haben ja sich näher kennengelernt, um es mal so zu formulieren. Und da wir unserem Job und für Kate quasi der Verlobte, dass wir beides nicht mehr wirklich so schätzen wissen, nicht mehr schätzen können, heißt es nun, wir beginnen unser eigenes Abenteuer mit dem Herrn Vorarlberg in Siberia. Da, wo der Zug hinfährt mit einem der größten Erfindern aus diesem Spiel. Oh, ich dachte, der Tester ist das Letzte, was jetzt kommt. Aber gut, gibt wahrscheinlich mehrere Tester, ne? Hier haben wir nochmal einen Zeppelin, mit dem wir die 400 Kilometer nach Aralbad geflogen sind. Kam mir ehrlich gesagt gar nicht so lange vor. Aber auf jeden Fall das Ende. Das war fast schon das Beste vom Spiel. Ich wusste, dass Dan ein bisschen, ja, nicht der Richtige ist. Ich hab's gemerkt. Aber dass die beste Freundin, na gut, die war schon immer scharf auf ihn, okay. Da kann man vielleicht schon mal durchdrehen, ist aber, wenn die beste Kumpeline, also, ist ja kein Geheimnis, ich war auch schon mal betrunken, aber ich konnte bisher immer klar denken. Zumindest ich wusste immer, was ich mache. Hintergrund nochmal das Getränk, der Blue Helena. Und ich bin mir sicher, wenn man es verhindern hätte wollen, dann hätte man es auch geschafft. Und die zwei wollten es nicht. Und deswegen, wir haben keinen Grund, zurückzukehren. Aber hier erstmal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim anderen Spiel, vielleicht auch irgendwann beim zweiten Teil von Siberia. Den habe ich auch schon. Aber erstmal Zeit, ist es Zeit für andere Projekte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wartet auf mich und tschüss.